Spezifische Grüße aus dem Osten, meine Freunde. Wir präsentieren euch heute das Krombacher Pilsner. Shoutout an Milfhunter 88. Die Flasche besteht aus braunem Glas und hat ein weißes Etikett mit schwarzer Schriftzug und goldenen Applikationen. Schauen wir uns das Vorderetikett an. Da sehen wir den Schriftzug Krombacher Pilsner und eine Flagge. Dieses Bier gibt es seit 1803. Zudem steht da auch noch der Schriftzug, die eine Perle der Natur. Sorry, ich habe mich kurz vorgelesen. Schauen wir uns das Rücketikett an. 0,5 Liter Inhalt, ein Alkoholgehalt von 4,8%. 38 Kalorien, pardon. Die Zutaten sind Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Man sollte Bier natürlich bewusst genießen. Dieses Bier ist zudem noch haltbar bis zum 28.07.2020. Hier sieht man nochmal einen kurzen Schriftzug. Diesen könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr das lesen möchtet. Nach dem Öffnen dieses Bieres sehen wir uns dann zur Geschmackskontrolle wieder. Dazu werde ich einen kräftigen Hieb aus der Pulle nehmen. Deutlich hopfiger als das zuvor getestete Bier. Man kann sagen, dass es einen sehr, sehr herben Geschmack hat. Und dass es etwas ist für Genießer, die ein schönes, hopfiges Bier genießen möchten. Nun werde ich dieses Bier an den nächsten Mann weiterreichen. Wir haben hier einen sehr vollmundigen Geschmack mit doch starken Hopfenanteil. Dies war ein schönes Fazit zu diesem Bier, das 95 Cent in der Einzelflasche kostet. Der Kasten ist natürlich etwas günstiger. Kauft mehr Webergrills! Abonniert Sauftopia auf Instagram und YouTube.